Ein Video mit dem Smartphone zu drehen ist ganz einfach? Stimmt. Ein paar Dinge solltest du bei deinem Urlaubsfilm trotzdem unbedingt beachten. Los geht's! Wenn du mit einem Smartphone drehen möchtest, solltest du es als erstes quer zu dir halten. Also nicht senkrecht, sondern waagerecht. Nicht so, sondern so. Dann passt der aufgenommene Film später zu dem Bildschirm, auf dem du ihn dir anschaust. An der Kamera die Videofunktion auswählen, und schon bist du startklar. Was kann ich filmen? Überlege dir, was und wie du es filmen möchtest. Es wirkt toll, wenn einzelne Szenen später zusammenpassen. Wenn du gegen die Sonne filmst, siehst du im Video nichts oder nur eine dunkle Figur. Am besten sind Menschen zu erkennen, wenn sie im Schatten sind. Was noch? Versuche einfach nur zu beobachten und deine Kamera so ruhig wie möglich zu halten. Also nicht so, sondern so. Du kannst einen Moment sehr verschieden zeigen. Von ganz weit weg, mittelnah, oder sogar nur ein Detail. Aber auch beim Videodreh ist das Wichtigste, probier einfach aus, was dir gefällt. Deine gesammelten Aufnahmen kannst du am Computer zu einem kompletten Film zusammenbauen. Dazu gibt es Programme im Internet. Viele sind kostenlos, zum Beispiel Apples iMovie oder Windows Movie Maker. Der Film kann am Ende dann so aussehen.